Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, vorweg bin ich von der Emotionalität eines Teils der Beiträge extrem überrascht, weil ich gedacht habe, wir haben uns daran gewöhnt, uns in der Sache auseinanderzusetzen und keine persönlichen Angriffe zu starten. Ich beziehe das jetzt ausdrücklich auf Lasse Becker, der wieder insinuiert hat, Kubicki wird vom Kreml bezahlt, hat da Interessenkollisionen. Ich gebe hier, wie überall sonst, zu Protokoll, ich habe weder russische Mandate, noch werde ich vom Kreml bezahlt, noch gibt es einen Perspektivagenten, der mich führt. Meine Meinung bilde ich mir immer noch selbst. Und das ist auch gut so. In der Sache noch einmal liegen wir gar nicht so weit auseinander. Ich habe das vorhin schon versucht zu begründen. Das Sanktionsregime, was die Wirtschaftssanktionen angeht, haben wir selbst in der Hand. Alles andere darauf ist hingewiesen worden. Dafür brauchen wir unsere Partner. Und wenn wir feststellen, und das kann man nach 4 Jahren ja tun, ist nicht nur von mir, sondern von Manuela Schwesig beispielsweise, Sozialdemokratin, oder von Laschet, Ministerpräsident der CDU in Rheinland-Pfalz. Die wollen fusionieren, habe ich, glaube ich, gehört. Also Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dass jedenfalls bisher substanziell nicht erreicht worden ist, müssen wir zumindest prüfen, ob wir einen Einstieg schaffen in diesem Bereich, um zu sehen, ob Russland darauf reagiert. Reagiert es darauf nicht, wissen wir Bescheid, dann gibt es eben keine weiteren Zugeständnisse. Wird darauf reagiert, setzen wir einen Prozess in Gang, der dazu führen kann, dass wir wirklich zu mehr Sicherheit in Europa kommen. Und deshalb ist hier nur ein Prüfauftrag enthalten, nicht mal die Erklärung, wir wollen die Sanktionen jetzt teilweise abbauen. Mindestens das sollten wir uns doch sozusagen zugestehen, und alles Weitere sehen wir dann. Herzlichen Dank.